kann nicht wirklich helfen. Das ist nur so ein Pft. Ja. Hoffnungsvolle Musik. So reden wir mit Saini. Wie läuft es mit den Piraten? Ich glaube, ich habe sie überzeugt. Fantastisch. Wir können alle Hilfe gebrauchen, die wir kriegen können. Ich wollte dich wegen Hakus Brief fragen. Welcher Brief? Als ich dich das erste Mal getroffen habe, hast du einen Brief erwähnt. Ich habe mich gefragt, ob du noch etwas für mich hast. Ich? Nein, ich glaube nicht. Ich habe diese Elite wieder auf der Insel gesehen. Du solltest mit Akai reden. Sie war vor einer Weile bei ihr. Wirklich? Ja, die Zeit dringt. Vielleicht mehr als wir dachten. Ich werde sie fragen. Okay, Akai, aber was hat der Elite jetzt die... Wir haben Saimi gar nicht nach dem Kristall gefragt. Nicht nachlässig werden, Kur. Nicht nachlässig werden. Du musst auch fragen, wenn du was buchst. Saimi. Akai? Haben dich die Elites belästigt? Sie waren ein wenig aggressiv. Ja. Die Frau unter ihnen ist besonders unangenehm. Sie wollte wissen, ob ich meine Schmiede verkaufen will. So etwas kann ich gar nicht leiden. Davon habe ich richtig schlechte Laune bekommen. Wer ist da? Keine Sorge, es ist nur Chor. Was, Lizio ist hier? Lizio? Oh, hallo Chor. Entschuldige, dass ich nicht herausgekommen bin. Was machst du hier in der Schmiede? Es hat sich herausgestellt, dass er mich nie auf dieser Insel besucht, weil Pili, Midi und Tilly seine Schwestern sind. Verständlich. Das sind ja... Ja. Unangenehme Leute. Und ich hoffe, ich muss nie wieder herkommen. Sie jagen mir Angst ein. Eine Piratenangst eingejagt. Natürlich. Anscheinend waren sie nicht allzu nett zu ihm, als sie Kinder waren. Die sind auch immer nicht nett. Und er flüchtet sich immer noch vor ihnen. Deswegen treffen wir uns immer auf seinem Boot. Und er versteckt sich hier. Oh, armer Nezio. Mach dir keine Sorgen um mich. Vielleicht können dir Nuhu und Caleb mehr über die Sache mit den Elites erzählen. Ich weiß, dass sie auch bei ihnen waren. Danke, Akai. Sprich mit Nuhu über Fink. Dann war hier wieder quer über die Insel gescheucht. Muss man mit allen nochmal reden. Tja. Mal schauen, ob hier jemand Bescheid weiß. Saimi, dann Akai, dann Nuhu. Alle Charaktere nochmal abarbeiten, abgrasen. Gut. Okay, unsichtbarer Wind. Da kann man nicht durch. Gut. No, der ist ja ganz am anderen Ende der Insel. Man schickt uns wieder rüber zum Elite. Bei Akai dort hinten. Ich kenn's doch. Ich kenn die Sache. Hallo, Nuhu. Hallo, Kind. Ist alles in Ordnung bei dir? Nun ja, ich wollte dich fragen, ob hier vor kurzem eine Elite-Frau vorbeigekommen ist. War sie ungefähr so groß mit violettem Haar? Ja, die meine ich. Ja, sie war vor einiger Zeit hier. Was wollte sie? Sie wollte all das hier kaufen. Sie hat uns ein Vermögen geboten und vom Baron persönlich bezahlt. Aber all das hier steht nicht zum Verkauf. Caleb und ich haben Jahre gebraucht, um all das hier aufzubauen. Okay, beim Nachbarn wird gebraucht. Ein bisschen Handwerk und Bauarbeiten beim Nachbarn. Ich hoffe, man hört es nicht zu laut. Wir sind viel gereist, weißt du? Immer zusammen, kreuz und quer, durch die ganze Kühe. Wir geben unseren Besitz nicht einfach so der erstbesten Person, die hier auftaucht. Das hier ist unser Zuhause. Okay, das ist gut. Dann wurde sie ein wenig schnippisch. Und ich sagte ihr, in meinem Alter,
Ich war einfach in einer großen Stadt im Süden, um dort den Preis von einigen Stoffen zu verhandeln. Mhm. Die Quälung, die mich bedient hat, war fürchterlich. Was mir damals natürlich Angst machte. Aber Caleb ließ sich nicht einschüchtern. Absolut nicht. Er schaute ihr direkt in die Augen und wiederholte den Preis, den wir zahlen wollen, dreimal. Sie hörte ihm mit großen Augen zu und schließlich... Was? Nichts, die Stoffe waren wirklich hässlich. Das waren sie wirklich. Gut, vielen Dank, vielen Dank. Du solltest mit dem jungen Mann reden, der in dem Anwesen wohnt. Aquila? Ja. Die Elite-Frau ist in seine Richtung gegangen. Vielleicht verstehen sich die Elites ja untereinander besser. Ich gehe sofort dorthin. Erkunde dich bei Aquila über Fink. Habe ich es gesagt oder habe ich es gesagt? Mittlerweile kenne ich das Spiel. Ich weiß, was das von mir will, was das, wie das tickt. Das ist, wenn wir zu ihm müssen, dann müssen wir wieder zu Aquila. Das ist, wir werden hier, und lass mich raten, wer ist als nächstes dran, der, weil jetzt alle abgeklappert werden, hier der Typ dort im Restaurant, ich weiß nicht mehr seinen Namen hier, der mit der Katze und so. Wir werden jetzt hier hin und her gescheucht. Das war schon immer so. Wollte ich kurz mal. Achso, ist kein Elite. Der eine weiß nicht über den anderen Bescheid und dann werden wir hier hin und her gescheucht. So sieht's aus. Natürlich, direkt hier. Da waren wir ja noch nicht. Wir waren gerade bei der Schmieden. Die konnte ja nicht ahnen, dass da. Wenn wir über Elites reden, dass der Elite neben ihr. Ja, es ist seltsam. Und du würdest dafür zahlen? Natürlich. Oh, ja, wir fängt schon. Wir scheuen keine Kosten und Mühen. Dann gehört er dir. Oh, Aquila verkauft? Ich bin sicher, er wird einen besonderen Platz in deiner Sammlung einnehmen. Das ist nicht einfach. Ein Dekorationsgegenstand. Wie kannst du hier auf diesem armseligen Planeten eigentlich leben? Ehrlich gesagt, das macht mir weniger aus, als du denkst. Ich hege nicht dieselben Vorurteile wie der Rest unseres Volkes. Du bist einer der Adligen, die nicht an die Idee des Fortschritts glauben. Oh. Nein, ich glaube an meinen persönlichen Seelenfrieden. Der Rest ist irrelevant für mich. So ein Unsinn. Nun, damit ist unser Geschäft abgeschlossen. Auf Wiedersehen. Hey, Aquila, was wollte sie von mir? Von dir? Guck mal, andere Leute zum Lauschen gehört sie nicht. Das weiß ich. Sie wollte den Stein, den Rigatta vor einiger Zeit gefunden hatte. Er hat eine Spirale und vier große Kreise. Ich habe eine Kopie der Inschrift angefertigt. Ich fertige immer eine exakte Kopie meiner Besitztümer an. Es wird dich etwas kosten, aber ich kann sie dir verkaufen, wenn du willst. Du wirst ihm also nicht umsonst geben. Sogar wenn ich diese blöden Elites damit ärgern könnte. Ich würde liebend gerne die langweiligen Elites ärgern, aber ich würde auch gerne meine neue Silberbesteck kaufen. Ich hoffe, das wird nicht zu teuer. Okay, das können wir noch aufbringen. Bezahle Aquila für die Kopie des Steines. Okay, da müssen wir ein bisschen verkaufen. Vielleicht können wir es bei ihm verkaufen. Vielleicht können wir Geld von ihm kriegen. Wenn wir schon mal hier sind. Also ein bisschen Metall verkaufen. Stein. Das kommen wir auch irgendwie auf den Preis. Mit Stein und Holz und Metall. Rohstoffe verkaufen. Ist hier ein bisschen rumgeklickt. Ein bisschen Holz. Haben wir es doch bestimmt gleich schon voll. Müssen wir mal kurz in die Quest gucken. Wir können Pflanzenöl herstellen. Auch schön. Okay, jetzt haben wir es zusammen. Akai und Aquila.
Wir müssen gleich nochmal zu Akai rüber. Aha. Für den nächsten Auftrag. Hier, bitte sehr. Ah, angenehm, um die Geschäfte zu machen. Ich hoffe, das hilft dir weiter. Das sieht ein bisschen aus wie die Spirale auf meinem Tor. Kopie des Runensteins. Nun ist Aimi die Kopie des Runensteins. Und der Akai sprechen wir später, oder was? Erstmal zu sagen, wie es ausschaut. Die hilft uns dann beim Runenstein weiter. Das ist jetzt das Wichtigste, erstmal mit den Runensteinen und so weiter, mit den in der Hauptquest weiterzukommen. Die Nebenquests vernachlässige ich dann gerne mal. Macht dann gegebenenfalls offscreen, wenn ich Bock drauf habe. Saimi, Aquila hatte mir das hier gegeben. Die Elites waren an diesen Symbolen sehr interessiert. Das ist ein Symbol für Mara. Ein alter Aberglaube. In vielen Ruinen findet man uralte Spiralen. Gib mir etwas Zeit, um nachzuforschen. Ich werde versuchen, mehr herauszufinden. Wenn ich mehr weiß, melde ich mich bei dir. Ist gut. Hallöchen. Sei nicht so ein Leuten auf der Insel, wenn du... Okay, Was, Blue? Der hat mich erschreckt. Koa. Aha. Hast du mich erschreckt? Es tut mir leid, aber es ist dringend. Stimmt etwas nicht? Sollten wir es ihr sagen? Ja? Sei nicht schüchtern, Na komm. Du musst die Tempel in Mara besuchen und eine Opfergabe bringen. Die Quellen des Mara sind aufgewühlt. Wir haben dich beobachtet und du scheinst würdig zu sein. Ich habe im Moment keine Zeit, es tut mir leid. Koa, du scheinst es nicht zu verstehen. Das hier ist sehr wichtig. Du musst es tun. Wirklich, Blue, im Moment scheint nicht so, als wäre sie bereit dazu. Ich weiß, ich weiß. Ich bestehe darauf. Mit wem redest du da eigentlich? Das wirst du in den Tempeln herausfinden. Naturgäste Maras brauchen dich. Die meisten von ihnen sind friedliche Wesen. Ich verstehe. Wenn du sie siehst, dann weißt du, dass alles in Ordnung ist. Ich würde dich nicht darum bitten, wenn ich mir keine Sorgen machen würde. Verstehst du? Gut, ich werde mich darum kümmern. Bringe eine Opfergabe zur Quelle im Tempel von Quelis. Quelis, hier. Sollen wir hier anfangen oder was? Das konntest du nicht selber machen. Die Opfergabe zu bringen. Okay. Machen wir das derweil. Sei mir sowieso gerade beschäftigt. Können wir das auch tun? Ist ja ein kleiner Umweg hier. Zum Tempel da drüben. Mal schauen, was die für Opfergaben brauchen. Dass wir da wieder enorm viel Geld ausgeben müssen. So, ein bisschen schwimmen. Eine kleine Schwimmstunde. Ja. Und ab. Ab damit. Koa ist erschöpft und muss sich ausruhen. Nee, Koa muss sich gerade nicht ausruhen. Ich muss jetzt hier die Sache überbringen. Ich hoffe, keine Erdbeeren. Kohlköpfe müssen wir überbringen. Aha. Müssen wir natürlich erstmal anpflanzen. Doch etwas, das jetzt von ja, aber. Oh Mann. Eine Melone habe ich noch. Akai und Aquila müssen wir reden. Na, jetzt nicht erst. Jetzt müssen wir erstmal Saimi und die andere Quest. Ich muss mal versuchen, vielleicht können wir auch irgendwo Salatköpfe kaufen und nicht nur Samen. Sonst müssen wir die wieder anpflanzen und so weiter. Ich muss jetzt herausfinden, was wir bei jeder Quelle brauchen. Ach man. Wir haben ja immer unterschiedliches. Manche brauchen Karotten, manche dies und jenes. Okay, die hat nix.
Salatküpfchen. Das Salatsamen. Wie viele müssen wir? Ich kaufe mal 5 Salatsamen. Das wird vielleicht reichen. Ich guck mal schnell zur Quelle, was die da von mir wollen. Wie viel Salatköpfe ich da abgeben muss. Das ist ja wieder eine wundervolle Quest. Ich muss wieder anpflanzen gehen. Wahrscheinlich kommen wir auch erstmal nicht bei Saimi voran, solange wir hier nicht die Quest von Blue erfüllt haben. Ja. 5 Salat. Okay, jetzt kriegen wir doch hin. Einmal zu zur Heimatinsel. Sehr schön. Salat anpflanzen und dann auch mal bei der Gelegenheit gleich mal schlafen gehen. Dünger haben wir noch mit dabei, das ist sehr gut. Salat. Es wird Salat angepflanzt. Als Opfergabe. Mal schauen, was wir alles noch so anpflanzen müssen. Was eine davon bringt schon 5. Ja, dann ist ja eigentlich, steht 5 drüber. Kommt 5 Salatköpfe draus. Dann haben wir ja nicht jetzt genug. Ich weiß, dass andere Quellen andere Sachen wollen, aber Salat haben wir dann erstmal zu Genüge. Eine Wassermelone. Und da drüben können wir noch ein bisschen Baumwolle anpflanzen. Haben wir volle Felder. Große volle Felder. Alles bunt durcheinander gemixt. Es wird schon spät. Mein Kuh ist immer noch mit Gartenarbeit beschäftigt. So, ein bisschen düngen. Ist nicht schlecht, muss hier mal düngen. Okay, für die letzten 2 jetzt nicht mehr gereicht. Nehmen wir hier neues. Einfach über den ganzen Hof verschütten. Das ist sehr gut. Und ein bisschen Wasser. Nee, du sollst Wasser holen. So, hier. Feld bewässern. Schlafen gegangen wird erst, wenn es hier ordentlich bewässert wurde. Damit das auch wachsen kann. So. Das Feld hier noch begießen. Sehr schön. Dann wachse meine Pflanzen. Und ich leg mich schlafen. Na dann, ich würde mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Aufnahme wieder. Ich mache eine Aufnahmepause. Die nächste Aufnahme wird geerntet und dann schauen wir mal weiter. Wie wir hier die Opfergaben erbringen können. Nein, was machst du denn, Chor? Zeig hier nochmal. Zeig hier Dings verpulvert. So ein Mist. Ja, scheiße. Das wollte ich machen. Gießen. Immer schön gießen. So, damit ich nach oben sollte es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr auf meinem Kanal sitzt seid. Im nächsten Part, das nächste Video auf dem Kanal nicht verpassen wollt. Glocke aktivieren, ihr wisst Bescheid, Benachrichtigungen zu kriegen.
Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.